Wir haben uns hier alle friedlich versammelt, spontan versammelt, um ein Zeichen zu setzen, um Solidarität zu zeigen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SWR, für die Pressefreiheit, für die Meinungsfreiheit, für freien Journalismus. Wir haben uns hier versammelt, weil wir ein klares Zeichen gegen rechte Hetze und gegen rechte Gewalt und Hass setzen wollen. Wir sind heute alle gemeinsam hierher gekommen. Gemeinsam werden wir jetzt auch unsere Kundgebung eröffnen. Wir gemeinsam. Wer ist das? Das sind wir alle hier. Das sind aber auch wir, die Linke vom Kreisverband Baden-Baden, Rastatt, die diese Kundgebung spontan angemeldet haben. Mit Unterstützung von Verdi, DGB und ATTAC, der Ortsgruppe aus Baden-Baden. Und wir sind jetzt alle hier, um solidarisch... SPD. Ja, SPD. Ja, ich habe jetzt einfach nur mit denen, ich persönlich Kontakt hatte, erwähnt, ja? Genau. Es sind alle da, die Grünen sind da, die SPD sind da. Es sind einfach Menschen da, die hier auf die Straße gehen und hier in Baden-Baden laut sind für die Pressefreiheit, für freien Journalismus, laut sind für Menschenrechte, für unsere Demokratie. Und das ist das Schöne, dass sie sich spontan entschieden haben, hier zu sein, um eigentlich nur die Solidarität kundtun, den SWR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir geben Ihnen heute unsere Stimme und wir sind sowas von laut, dass man uns überall hört. Hier von Baden-Baden aus, man hört uns überall. Wir treten hier an, wir geben Ihnen unsere Stimme. Wir gemeinsam als Menschen geben uns ihnen unsere Stimme für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit, für Menschenrechte, für die Demokratie, weil es uns ein Anliegen ist, weil wir hier uns friedlich versammeln, weil wir gegen Hass und Hetze sind, gegen und jegliche Gewalt ablehnen.